Pullstellen, beim Thema Pullstellen. Hier hatten wir die relativ einfachen. Was ist, wenn f von x sei mal x durch x minus 1? Was passiert dann? F von x ist x durch x minus 1. Wenn man sich dann eine Wertetabelle macht, sieht das wie folgt aus. Ich nehme gleich den Graphenverlauf. Wir setzen mal 0 ein. 0 durch 0 minus 1 ist nichts Schlimmes passiert, ist 0. Ne? Also einen Punkt hätten wir. 1, 1, y, x. So, einen Punkt hätten wir. Das ist dieser hier. Das ist bei 0 eingesetzt. Setzen wir mal 2 ein. 2 durch 2 minus 1. Also positiv 2 durch 2 minus 1 ergibt 2. Ich setze 2 ein und erhalte 2. Ich setze 3 ein. 3 durch 2 ist 3 halbe. Also hier wird die 2, hier die 3. 3 halbe. 3 halbe ist aber 1,5. Ich setze 4 ein. 4 durch 4 minus 3. Also 4 durch 3, 4 Drittel. Nanu. Lässt sich vermuten, dass hier Folgendes passiert. Und das ist dann auch so. Ich habe hier, achso, was ist, wenn ich 1 einsetze? Habe ich eine Asymptote, ne? Da habe ich wieder meinen Ärger, der ist wieder perfekt. Das heißt, ich habe diesen Kurvenverlauf hier. Nicht so schick, wie ich es jetzt eigentlich haben wollte, aber muss genügen. Und diesen Punkt hatten wir sicher. Ich habe auch den weiteren Kurvenverlauf und zwar, achso, ja, Moment. Hier gibt es noch was. Hier gibt es bei plus 1 noch eine Asymptote. Hier im Vertikalen sagt man Polstelle, hier sagt man eigentlich die richtige, die horizontale Asymptote ist die typische Asymptote. Warum bei 1? Jetzt müssen wir mit Grenzwertberechnung rangehen. Weißt du schon? Ich lasse mal jetzt auch wie immer entsprechend Namen weg. Was ergibt sich? Wir müssen das Verhalten im Unendlichen mal überlegen. Oder mache ich jetzt erst die andere? Nee, wir machen das mal. Wir machen mal einen schnellen Ausflug. Und zwar, wir fragen uns mal ganz frech, was passiert, wenn ich den Grenzwert ermitteln soll, dieses Ausdruckes und x geht gegen unendlich. Was passiert? Was muss ich da machen? Ich mache mal kurz Pause. Man kann es rein vom Gefühlsmäßigen angehen. Also das wäre eine Art Nebenrechnung. Wir setzen mal ein 1001. Oben 1001 und unten steht demzufolge minus 1, also 1000. 1001 Tausendstel, das ist wirklich rund 1, ne, kann man sagen. Wir können das jetzt noch mit größeren Zahlen machen. Also 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 und dann eine 1 und das Ganze durch 1, 2, 3, 4, 5. Wird immer besser 1. So kann man sich rantasten. Und wie macht man es mit dem Limes? Wie ging das? Ich muss den Bruch irgendwie umformen, weil mir nützt nichts, ich ahne, dass es 1 wird, mir nützt nichts unendlich durch unendlich minus ein kleines bisschen. Unendlich minus 1 heißt unendlich minus fast gar nicht. Das lohnt sich nicht, ne? Das kann man nicht errechnen. Wie macht man es? Man macht x durch x durch. Jawohl. Durch x. Gut, okay. 1 durch x. Richtig. Man formt diesen Ausdruck um. Limes x geht gegen unendlich. Und jetzt teilt man durch die höchste Potenz, die vorkommt. Die ist nun mal bloß x hoch 1. Ne? Ist nicht schlimm. Also, x durch x. Das war das obere. Das auch. Ich schreibe mal extra die hoch 1 ran und die minus 1 natürlich auch. 1 durch x hoch minus 1. Und nach den Grenzwertsätzen kann man dann sagen, naja, ist ja nicht schlimm. Jetzt betrachten wir mal die Grenzwerte. Also, die Grenzwerte einzeln. Hier müssen wir uns keinen großen Gedanken machen. Das ergibt 1. Das ergibt 1. Und wenn ich 1 durch unendlich teile, ergibt dieser Grenzwert 0. Das ergibt sichere Zahlen durchs Kürzen, durchs Umformen. Und hier ergibt es 0. 1 durch 1 minus 0 ist nichts Schlimmeres als 1. Also das lässt sich rein
rechnerisch so auch gut darstellen. Ja, jetzt könnten wir dem Spaß nach, könnten wir noch folgende Funktion einmalen. Also das war die hier. Jetzt schreibe ich mal die andere hin und forme die entsprechend um. F von x sei x durch x plus 1. Und die machen wir dunkelgrün. Das wird die werden. Dürfte an sich keine Überraschung sein. Ich habe hier eine Asymptote. Tralala. Und ich habe wieder bei, ja, wo habe ich die jetzt? Habe ich eine horizontale? Habe ich. Lässt sich leicht durch den Grenzwert ermitteln. Stell dir mal diesen Ausdruck hier, den grün umrandeten, x durch x plus 1, hier drüben eingesetzt vor. Was passiert? Ich kriege die gleichen x, die ich durcheinander teile, es bleiben die gleichen Einsen. Und dann heißt es eben plus 1 durch x. Ist auch nicht weiter schlimm, das wird eh 0 grenzwertmäßig. Also habe ich wieder eine horizontale Asymptote, die ist genauso wie die von der anderen Funktion. Und jetzt ist der Kurvenverlauf so, wenn ich die Asymptoten schon eingemalt habe, kann ich relativ leicht wieder was machen. Und wenn ich hier 0 einsetze, erreiche ich wieder diesen Punkt hier. Das heißt also, auch hier in diesem Fall wird sich dieser Kurvenverlauf ergeben. Das bis dahin. Lassen wir es mal kurz an der Stelle bewenden. Kleinen Moment. Ich nehme den Gedanken nochmal schnell auf, wie das kommt hier. Die senkrechten Asymptoten, die also die Polstellen bezeichnen, die kommen daher. Ich muss bloß gucken, was unter dem Bruchstrich steht. Wenn ich hier bei der lila umrandeten Funktion, wenn ich da minus 1 einsetze, ist nicht schlimm. Dann steht minus 1 durch, und hier steht minus 1, minus 1 sind minus 2. Das lässt sich rechnen. Setze ich eine positive 1 ein, buff, entsteht hier unten eine 0, wird es spannend. Und entgegen ist es bei der grün umrandeten Funktion, deswegen haben die solche Verläufe. Also man kann mit einfachen Funktionen in der Richtung umgehen, dass man dann sich die Kurvenverläufe grundsätzlich so hinbastelt. Machen wir an der Stelle erstmal Schluss und kommen noch zu spezielleren Fragen eventuell.